Unter dem Titel Plug and Play wurde am Freitagabend in Bruck ein Live-Musikfestival veranstaltet. 9 Bands in 9 Lokalen sorgten für Hochbetrieb in der Brucker Innenstadt. Plug and Play, der Name ist neu. Genau, also es war früher das Honky Tonk in Bruck, über 7 Jahre lang. Leider hat sich der Veranstalter bei dieser Veranstaltung aus Bruck zurückgezogen und wir haben einen neuen Namen erfunden und versuchen diese Serie fortzusetzen. Plug and Play heißt frei übersetzt anstecken und loslegen. Und das taten die Musiker auch, ob als Solisten oder in der Gruppe. Neun Brucker Innenstadtlokale machten mit. Und es ist wirklich eine gute Idee, die wir jetzt, glaube ich, das 8. oder 9. Mal schon machen. Und es sollte wirklich so sein, dass gediegene Beißelkultur mit einer meistens unplugged Musik oder auch dementsprechend elektronisch gestaltet, aber kleine Bands in unseren kleinen Beißeln spielen und hier für gute Unterhaltung sorgen. Und die Besucher unterhielten sich gut bei diesem Musikfestival in Bruck. Die Stadt wurde ihrem Slogan wieder einmal gerecht. Also einer unserer Slogans heißt ja, Bruck bewegt Menschen und Musik verbindet Menschen und Sport verbindet Menschen. Natürlich ist es so. Und das ist gut so, weil wir ja damit wirklich Menschen bewegen, in die Stadt bringen. Und in die Stadt soll hergezeigt werden und auch in einer gepflegten Beißelkultur dementsprechend hergezeigt werden. Und vor allem schön ist es, dass sich Jung und Alt bestens unterhalten. Das Alter spielt in diesem Fall keine Rolle. Genau das ist eigentlich das Geheimnis dieser Veranstaltungen. Ist eine Normalbeißl-Szene mit unterschiedlichsten Musikrichtungen in den einzelnen Lokalen, kommen die jungen Leute hauptsächlich. Genau bei dieser Veranstaltung, bei diesen Musikfestivals, kommen eigentlich neben den Jungen auch Mittelstandige und übrigens auch ich. Also das heißt, genau das ist das Geheimnis dabei. Und wenn Live-Musik gespielt wird in den unterschiedlichsten Musikrichtungen, kann das nur ein Erfolg sein. Aber egal, wie man es anlegte, gefallen hat's offenbar allen. Die Stadt unterstützt das Plug and Play Musikfestival und die Musiker kommen. Auch Prominente musizierten in Bruck. Ja, die Angie hat mich angerufen und ich habe gesagt, ja, da sind wir dabei, weil das einfach eine tolle Geschichte ist. Also da habe ich gar nicht viel überlegen müssen, außer auf meinen Terminplan zu schauen, ob wir alle Zeit haben. Und selbstverständlich machen wir das ganz gerne, weil das eine ganz tolle Sache ist da. Eine gelungene Veranstaltung, die man sich für das nächste Jahr bereits im Kalender eintragen sollte. Ja.